Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich mal wieder aus meinem Büro. Mal wieder mit diesem Pulli. Man könnte glauben, ich habe nur das an. Habe ich das beim letzten Mal auch angehabt? Ich weiß es nicht. Aber es kann möglich sein. In diesem Büro, also in diesem Zimmer, ist es einfach so kalt und das ist einfach mein liebstes Home-Ding, was ich mir einfach drüber anziehe, wenn mir kalt ist. Ja, ich bin im Büro. Ich bin heute das erste Mal seit langem. Ich muss wirklich Hand aufs Herz. Ich bin normalerweise eine echt späte auf. Also ich schlafe bis echt spät, wenn man mich so lassen würde. Und ich schlafe so ungefähr immer bis 10. Und irgendwie habe ich das voll gehasst, weil ich bin dann im Tag nicht so, wie soll ich sagen, nicht so zurechtgekommen, irgendwie alles fertigzustellen, was ich mir vorgenommen habe. Deswegen habe ich heute das erste Mal seit Corona den Wecker gestellt. Um 7.30 Uhr habe mich dann irgendwie aus dem Bett gequält und bin dann um 8.30 Uhr aufgewacht. Mein Schlafrhythmus ist einfach total im Arsch, weil ich gehe halt später schlafen. Ich schaue noch ein bisschen Netflix und ja, ich habe ein paar neue Serien gefunden, die ich voll gesuchtet habe und fertig geschaut habe. Tiger King müsst ihr euch anschauen. Das ist so eine absurde Serie, also so eine Dokumentation. Einfach voll krass, aber wirklich sehr sehenswert. Und Unorthodox habe ich mir auch angeschaut mit sehr, sehr, sehr gläubigen Juden. Super interessant, sehr, sehr interessant und spannend. Als wir nämlich Urlaub gemacht haben in Tirol letztes Jahr, da haben wir sehr, sehr viele von diesen extrem orthodoxen Juden gesehen, die sehr, sehr gläubig sind. Und das ist wirklich spannend, so ein bisschen in ihre Welt hineinzublicken, sozusagen. War wirklich interessant. Ja, auf jeden Fall heute mal ein bisschen früher aufgewacht, weil ich sehr viel zu tun habe. Deswegen sitze ich auch immer hier im Büro. Mein typisches Ritual. Ich trinke hier meinen ersten Kaffee in der Früh bei meinen E-Mails, bei meinen Unterlagen, die ich mir durchschauen muss und so weiter. Aber jetzt hat der Papa gerufen. Frühstück ist fertig. Der Papa hat schon heute ein Video geschnitten und hat jetzt gleich Frühstück gemacht. Aktuell ist es schon 10 Uhr irgendwas und wir frühstücken ein bisschen später. Aber ich rede schon wieder viel zu lange, deswegen gehen wir mal in die Küche. Der Papa hat gerufen und dann schauen wir mal, was es heute zum Frühstück gibt. Was gibt es denn heute zum Frühstück? Nichts Besonderes. Oh, ich finde es so süß, wenn alle mit aufdecken. So. Die zwei Kleinen haben noch ihren Pyjama an, wie ihr sehen könnt, die Luisa und die Lara. Hast du Weintrauben? Bitte schön. Ist der gerne? Die Michi macht Frühstück für die Luisa. Oh, Miska. Aber du hast was vergessen. Ich weiß. Die Folie ist noch drauf. Ich habe sie nicht abbekommen, dass ich nur noch schneide. Aber was ist denn das für fette Klöte? Wenn ich schief aus der Sehne schneide. Der Papa hat übrigens auch noch seinen Pyjama an. Ich bin immer in Pyjama. Jeder hat seinen Pyjama an. Ich nicht, ich habe meine Jogginghose an. Das ist schon mal was anderes. Pyjama-Mann. Schauen wir mal, was ich esse, weil ich habe irgendwie keine Lust auf das, was im Kühlschrank auf dem Tisch ist. Mein liebstes Essen? Ein Smoothie würde ich irgendwie gern trinken. Oder ein Porridge. Soll ich ein Porridge machen? Also ich will keines. Mag noch mehr Porridge? Was ist das? Patrick, du? Was ist das? Porridge? Das ist so ein... Nein, ist kein Eis. Das ist so ein alles, was du Haferbrei. Immer wenn du den Tiefkühler aufmachst, denkt man sofort an das Eis. An Eis, ja. Haferbrei. Haferbrei? Magst du Haferbrei? Ich bin doch einer. Du, ja? Warum habt ihr... Warum Patrick Porridge? Diese Bäre schon komisch aus. Ja. Nee, Chef. Okay. Komisch aus. Bitte. Ja, so sind die halt. Thank you.
Warum bist du jetzt so gelaufen? Wahrscheinlich hat man das eh noch gesehen, oder? Das kann wieder alles. Porridge schaut so aus, André hat ein bisschen mehr bekommen, weil er ein bisschen größer ist. Automatisch der Hunger größer ist. Da war ja Tiefkühlbeeren drinnen. Und Agavendicks. Und ich nehme frische Beeren. Sicher. Weil ich finde die zu sauer. Ist das nicht sauer, Patrick, mit diesem? Leider kann ich. Leider kannst du auch. Das royale ich ein bisschen, oder? Patrick, kannst du das? Ja. Ja. Papa, kannst du das? Wow, wenn ihr sehen könnt, was der Papa kann. Du musst von der Seite zeigen. OMG. Soll es damit ein Supertalent? Kannst du das? Kannst du das? Was willst du noch? Noch was? Ich habe dir Banane gegeben, du hast extra Wurst oder magst du Gurke? Gurke? Familie Sau. Wir sind Familie Wutz. Ja. Lara Wutz. Aber halt nicht mehr. Patrick ist Lutz Locke. Patrick ist Lutz Locke. Das Schaf. Achso. Oder die Freundin. Ziege. Warte mal, ist das die Ziege? Das ist nein, Schaf. Achso. Das ist die Freundin von Pepper Woods. Die Lucy. Nein, Patrick ist Schorsch. Er spricht mit Sausia. Ich bin Lucy Locke. Du bist Lucy Locke? Nein, der Patrick ist Schorsch. Ja, er heißt ja auch so. Yeah, Patrick Schorsch. Der Patrick ist auch ein Junge. Ja. Der Patrick. Die Luisa. Babywutz. Also Babywutz. Frühstück ist fertig. Mal wieder sind jetzt nur ich und der Papa übergeblieben. Wir räumen schnell den Tisch ab. Schaut so aus. Ja, die Kinder gehen einfach. Ich habe mir auch meinen zweiten Kaffee gemacht. Ich musste nämlich noch ins Büro was arbeiten. Und ich gebe den Geschirrtabs in den Geschirrspüler rein. Genau so, mach die Folie auf. Verarschst du mich jetzt, oder? Nein, so. Dann mache ich die Klappe zu. Und? Danke, Mama, wirklich. Tada! Tutorial. Wenn ihr jetzt nicht wusstet, wie ein Geschirrspüler funktioniert, dann wisst ihr das jetzt. Dank Papa. Daumen nach hoch für Papa. Bist du eine Seerobbe? Ja. Wer hat hier diese Gurke gegessen? Michelle, was ist mit deiner Gurke? Isst du die noch? Nein. Ah. Patrick, hast du Hausaufgaben? Sei mehr kommunikativ, Mann! Kannst das nicht! Verdammte Scheiße, wenn du das nicht kannst, dann bist du schwach! Sollen wir das erklären, warum du so ein blöder Doofi bist, oder sollen wir das nicht erklären? Natürlich nicht! Wieso nicht? Sieht so cool aus, diese Lippis da. Passt gut zu meinen ganzen Beauty-Artikeln, die da nicht da lagere. Übrigens habe ich da auch die ganzen Power-Lips. Ich zeig's euch mal. Schaut mal, das ist nicht schön, passt perfekt zu diesen Powerlips, die ganzen Sachen, die ich da so vertreibe. Ja, ich habe übrigens aufgeräumt. Könnt ihr euch noch erinnern, wie mein Büro ausgesehen hat? Mhm. Habe ich aufgeräumt, nur dieses da unten gefällt mir nicht. Vielleicht habe ich noch da drin Platz. Mal schauen, da schaut es schlecht aus. Geht so, wobei, überleg vielleicht da drin. Ja, mal schauen. Ja, außer hier. Hier schaut es noch so aus. Ich habe einfach keinen Platz. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen arbeiten. Ich muss nämlich ein Voice-Over machen. Ich habe, vielleicht habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen, hoffe zumindest, dass ihr das gesehen habt. Es geht nämlich um das Meerjungfrauentorten-Video. Das ist ein Video, das der Papa schon vorgeschnitten hat und ich brauche aber nur noch ein Voice-Over darüber. Und dann kann ich es heute online stellen. Gestern am Montag kam kein Video online, habe es leider nicht geschafft, das zu machen. Hallo? Ich hasse das eigentlich. Ich habe schon lange kein Voice-Over mehr aufgenommen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ich diese wunderschöne Meerjungfrauentorte für Laras 5. Geburtstag gebacken habe. Schauen wir, wie das klingt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ich diese wunderschöne Meerjungfrauentorte für Laras 5. Geburtstag gebacken habe. Ich könnte noch besser hier laufen. Nochmal besser. Schauen wir mal.
meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ich diese wunderschöne Meerjungfrauentorte für Laras 5. Geburtstag gebacken und dekoriert habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Das war besser, oder? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ich diese wunderschöne Meerjungfrauentorte für Laras 5. Geburtstag gebacken und dekoriert habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und so geht es jetzt weiter. 15 Minuten lang habe ich zum Aufnehmen. Man denkt sich so, okay, du laberst jetzt einfach nur 15 Minuten runter, aber ist ja nicht so. Ne? Wenn man dann nimmt es auf, dann hat man es scheiße gesprochen, dann muss man es nochmal aufnehmen, dann muss man sich das nochmal anhören, vielleicht zurechtschneiden, zurechtschnibbeln. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht länger als 2 Stunden damit beschäftigt bin, deswegen gebe ich jetzt Gas und werde mich hier ein bisschen verabschieden. So, meine Lieben, 2 Stunden später, ich habe das wirklich sehr gut eingeschätzt. Es ist aktuell 14.16 Uhr und ich bin mit dem Video fertig. Hat tatsächlich einfach 2 Stunden gedauert. Ich habe das richtig gut eingeschätzt, weil, ja, ich kenne das ja. Bin ich unscharf? Ja. ich bin aber fertig. Ich habe das Video, das war zuerst 16 Minuten lang und es ist jetzt nur mehr 9 Minuten lang. Also, ja, labern dauert lange, zurecht zupfeln, herumschneiden. Hat jetzt gedauert. Man denkt, glaube ich, gar nicht so dran, dass das so lange dauern kann. Nur zu reden. Ich habe jetzt nicht einmal den Grobschnitt, also diesen Rohschnitt gemacht. Dann hat er schon der Papa gemacht. Wenn ich das auch noch gemacht hätte, dann wäre ich dann locker länger gesessen. Ja, ich bin super happy. Das Video ist, glaube ich, sehr süß geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt es euch angeschaut. Habt ihr es angeschaut? Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt mal hier fertig. Jetzt exportiere ich es gerade. Dann werde ich es gleich uploaden, ein Thumbnail machen und dann ein bisschen rausgehen. Und dann muss ich noch wieder was anderes machen. Ich habe genug zu tun. Also ich habe... Meine To-Do-Liste ist mal wieder super lang. Ich habe jetzt auch kurzzeitig meinen Online-Shop offline gestellt, weil ich irgendwas bearbeitet habe. Dann hat irgendwas nicht funktioniert und seitdem habe ich ihn nicht mehr berührt, weil ich immer irgendwas anderes zu tun gehabt habe. Ich mache das hier mal schnell zu Ende fertig und dann gehe ich mal raus, um zu gucken, was die Family so macht. Hallöchen, die Mama hat mir die Kamera gegeben. Sie ist noch im Haus, weil sie hat noch ein Video fertig zu machen. Und ich bin mit den Kindern im Garten. Wie man hört. Was macht ihr beide da? Das ist so schwer. Und du? Ich kann mich auch noch halten. Sag einmal, was hast du da gemacht? Nichts. Nichts? Nein. Sicher? Ich habe was gesehen. Was da, da, da. Zeigst du mir, was hast du da, da gemacht? Da. Mein Schnittloch. Hast du ihn vielleicht von da rausgenommen? Ja. Wieso? Wieso? Du bist schlimm? Wieso? Bist du schlimm? Wieso? Aber es ist Utsche. Was? Das ist Metallica. Aha. Das ist... Wieso? Dieser Wies ist nass. Schau, sie hat ihre Füße gewaschen. So, ich habe echt keine Ahnung, wo ich meine Fuchsia-Pflanze einpflanzen soll. Weil laut Verpackung in einem sonnigen Platz oder halb schattig, halb sonnig, halb schattig. So was. Ich auch. Was macht ihr hier? Ich auch. Ich will auch. Ich will auch. Musst du so schreien? Eine Balle. Schau mal, eine Balle. Eine Balle gut. Ich will auch. Ich will die Emmy in Hoppy nehmen. Ich will die Emmy in Hoppy nehmen. Aber ich will die Emma abnehmen. Warte kurz. Achtung! Ich will die Emma auch. Dann nimm die Emmy Hoppy. Ich kann fliegen, yeah. Beide sind so schön. Also, viel müsste raus. Taxi? Ja? Sind Sie frei? Nein. Ich will auch mitfahren. Nein.
Kurz nach Wien. Kurz nach Wien. Vielleicht eine Million? So teuer? Mit was fährst du? Eine Limousine. Eine Limousine? Ja, schau. Du kannst sogar liegen. Papa, du bist so cool. Zu viel auf dem Flach. Ah. Wow, cool. Der Vieh rennt uns noch. Hallo, Emmy, der Vieh. Ja, hallo, Sophie. Wer zahlt dann die Runde? Die Lara. Es geht auf Laras Nacken. Ja. Was? Kabel? Ja. Was für ein Kabel? Ein Kabel? Das ist ein Kabel. Was ist passiert? Hey, geht's dir von dort weg? Macht ein bisschen die Situation schwierig. Kannst du deinen Pelz ein bisschen wegnehmen? Wie schaut es hier bald aus? Papa, ich muss dir was Lustiges zeigen. Warte kurz. Was ist mit eurer Perücke? Wie sehe ich denn aus? Kann ich sehen, Papa? Ja. Also euch würde ich gerade nicht anfassen. Was? Der Maxika. Bzzzt. Na, na, na. So, ich habe schon einen Platz für die Pflanzen gefunden. Ich zeige euch danach. Warte kurz. Da schaut der Platz, wo ich die Pflanzen platziert habe. Das habe ich heute alles gemacht. Und jetzt sind noch 4 Pflanzen übrig. Da muss ich nochmal schauen, wo ich die auch platziere. Ich glaube, die Mama kommt raus. Ich wollte gerade die Lisa schlafen legen, aber das geht nicht. Wieso? Ja, sie schläft auf mir ein, aber sobald ich sie in ihr Bett lege, dann wird gebrüllt. Und sie war. Gibst du jetzt mit deinem Garten? Ja, sieht gut aus. Ja. Sehr schön. Gib mir die Kamera. Ich übernehme mal wieder. Ich habe jetzt am Video weitergearbeitet, weil jetzt wieder eine Stunde vergangen. Moment, ich muss jetzt meinen Screen umdrehen, weil ich sehe nichts. Es ist jetzt schon 15.17 Uhr. Luisa ist immer um 15 Uhr ziemlich müde, will hingelegt werden. Ich stille sie ja noch. Sie ist 2,5, sie wird noch gestillt und sie kann einfach nicht ohne mich schlafen. Jetzt habe ich sie eingeschlafen, also sie ist an meiner Brust eingeschlafen. Und dann habe ich sie versucht abzulegen in ihrem Babybett. Aber das findet sie richtig doof. Ich habe sie nur, ich glaube, gefühlt eine Minute da reingelegt gehabt. Sie wacht sofort auf und dann hat sie zu weinen begonnen. Oh Mann, Luisa. Geh mal raus. Geh mal raus. Möchtest du noch hier, Nani? Mit Mama?
So, gehst du daher? Ich hole noch schnell mein Handy, okay? Ich komm gleich. Ich hole noch mein Handy. Moment, ich bin gleich da. Jetzt nochmal zum Schlafen zu bringen. So, die Luise ist jetzt eingeschlafen. Also, was zum Naschen? Nein, wir tun jetzt was essen. Nichts naschen. Ich glaube, wir naschen. Nee, wir naschen nichts. Du musst bitte weglegen. Bitte. Nur eines. Nein, nicht nur eins. Nur eins. Komm. Geh mal kurz zum Papa, weil ich habe so einen Bärenhunger. Papa! Schaut, Mama, was essen? Ja. Hast du auch Hunger? Ja. Interia. Lass mich alle angucken. Die Michelle sonnt sich hier. Hallo, mein Schatz. Schläfst du? Die Lara, die wollte jetzt einen Snickers holen. Hier gibt es nichts zum Naschen. Essen wir drinnen, damit ich die Luisa hören kann, falls sie aufwacht. Wow, schön schaut das aus. Wir haben noch Spaghetti von gestern. Suppe. Kommt, gehen wir rein. Ich bin jetzt kurz runtergegangen, um den Patrick auch zu fragen, ob er Spaghetti oder Suppe essen will. Und dann bin ich einfach hier in diese Konferenz eingetroffen. Sorry. Homeschool. Ich darf nur die Lehrerin nicht filmen. Patrick, Spaghetti oder Patrick, Spaghetti oder Suppe? Welches davon? Alles klar. Wir werden jetzt Spaghetti Bolognese essen. Die haben wir gestern schon gekocht und ich habe es jetzt im Backofen reingetan zum Aufwärmen. Und währenddessen mache ich jetzt schnell einen Salat. Das ist ein Eisbergsalat, den habe ich jetzt klein geschnibbelt. Mache da jetzt ein paar Salatkräuter ran. Das war jetzt ein bisschen viel. Das macht nichts. Geht auch. Dann brauche ich Olivenöl und Essig. Ich habe hier das Bio-Weißwein-Essig und Olivenöl. Jetzt kommt das dazu. Ein bisschen Salz und dann ist das ein leckerer Salat. Mein Kopf ist weg. Mein Kopf ist weg. An deinen Kopf noch sehen. Ein bisschen Salz kannst du mir geben? Nur wenig. Willst du essen? Dann willst du auch mir Salz geben. Ja, bisschen. Oh, danke schön. Ja? Man sieht ja blutig, die Leute glauben, dass ich schwanger bin. Ich bin nicht schwanger. Also man mag nur, so, nur wenn man schwanger naja, ist. Naja, weil wenn eine Frau so berührt wird, gerade hier. Ich dachte, du hast hier Milch von Baby. Und was ist das? Das sind Zwillinge. Das ist ein gutes Gefühl. Mama mag das nicht. Es geht nicht um mögen, aber die Leute glauben dann alle, was der? Mach dem was. Dass ich schwanger bin. Weil wir immer nur ein bisschen eingetreten. Das ist ja, ein Corona. Sinn. Food Baby. Aber ich hätte gern ein Baby. Wir müssen nur den Papa überreden. Schreibt alle in die Kommentare, wir wollen noch ein Baby. Wir wollen noch ein Baby. Und dann, wenn es ganz viele Kommentare gibt, dann. Dann sage ich, dann macht's. Nein, wir, für uns. Komm schon, Papa. Bei wie vielen Kommentaren sagst du das? Bei 50 Kommentaren, dann machen wir. Schwer zu erreichen. Das muss ich zusammenkriegen. Dann mache ich einen großen Aufruf auf Instagram. Oder ich mache mir einfach 50 Fake-Accounts. Und komm dann zu meinem Baby. Heute
sind wir eine Familie zu viert. Schon so wie in unserer Familie auch schon, wenn wir nur zwei Mädels gehabt hätten. Patti hat noch seine Schulkonferenz, seine Schulmeeting. Kann ich essen, das ist heiß. Ist es zu heiß? So lange. Ja, das dürfen nicht schon lange, oder? Nicht mehr geben, das ist heiß. Es ist halt Online-School, Michelle. Was? Und die Lisa schläft noch, deswegen essen wir jetzt zu viert. Nein, zu kalt. Zu viert. Thema, wie viel? Wer bringt deine Mineralwasser von draußen? Katzengabel. Katzen, glaube ich. Muss ich Katzen? Ich habe den Beef noch nie mit dieser Gabel essen. Ich kann schon zählen. Ja. Ich schaue auch nicht gerne Katzen. Ich kann schon nach dem Zehntchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Sehr gut, Schatzi. Diese Bolognese aus der Monsieur Cousine ist die beste, gell? Mhm. Ich glaube, Salz fällt ein bisschen, oder? Ich vermisse diese Spaghetti aus Fabiana, das finde ich am besten. Ist ja Fabiana ein bisschen mehr. Echt? Mhm. Wer ist denn denn? Die haben zugemacht. Überall? Immer, ja. Schon schade, das ist Lachs. Du nimmst nur vor selber, warum? Das ist doch gut, ja. Schlecht gelacht, meine. Ja, aber irre muss ich noch geben. Dieser Lachs, das haben wir immer gegessen, gell? Mhm. Immer das. Ja, das sehen wir nicht, das war immer voll. Stimmt, das wurde dann gebraucht. Ja. Aber zum Schluss ist es ja so schlecht, weil es noch in Graz, wie wir waren, da war ja keiner, waren wir die Einzigen. Ah ja, stimmt, warum? Und du weißt nicht, ob es in den anderen Ländern vielleicht schlecht gegangen ist und deswegen. Hat hier zugemacht, also allgemein. Überall, ja. Ja, schade. Mittlerweile ist die Luisa auch wach, die ist aber nicht gerade in ihrer besten Laune. Sitzen wir jetzt im Garten. Der Patrick ist auch hier mit dabei. Hier ist er, der kleine Patrick. Eigentlich wollte er was auf seinem Handy zocken, aber ich habe gesagt, lieber unterhalten wir uns. Jetzt wartet er. Er wartet darauf, dass ich eine Unterhaltung beginne. Aber ich habe gesagt, ich muss noch zuerst vloggen. Die Emmy schnurrt bei der Michelle ein bisschen Eis. Schmeckt das Paw Patrol Eis? Es schmeckt nach Schokolade und Vanille. Alles klar. Was machst du denn? Ich dachte, wir sitzen im Garten. Ich sitze immer hier alleine. Emmy hat meinen Mund geleckt. Also, was machst du mit der Emmy? So, Patrick, über was möchtest du dich mit mir unterhalten? Schlag ein Thema vor. Unterhalten wir uns über Corona? Was? Unterhalten wir uns über Corona? Wir haben übrigens die Info bekommen, dass es ab Mitte Mai wahrscheinlich mit den Schulen wieder langsam losgehen wird. Wir sind gespannt. Wir haben jetzt Ende April, also noch locker 3 Wochen. Ich glaube, dass die Michelle, also dass der Unterricht von der Michelle vor dem von Patrick beginnen wird. Weil in der Volksschulklasse sitzen immer weniger Kinder als in so einer Gymnasiumklasse in der Oberstufe. Ja, mal schauen. Lisa, gehen wir gemeinsam schauen, ob das Hühner Eier gemacht haben. Sieh mal, Eier. Die wird mitgeblockt. Wir können so nicht rein, sonst kommen die raus. Steck deinen Kopf wieder rein. Das sind drei Eier. Wo sind die Eier? Lisa hat Eier gefangen. Ich kann nicht sehen, Lara. Ah, ja. Warte, es sind zu viele hier. Was soll man noch ein sehen? Ein sauberer Hühner sind da. Ein sauberer. Nein, ich kann nur 2 nehmen. Ich nehme eine. Wie viele sind da drinnen gewesen? 3. Hä, ich mach Story. Ich habe es rein. Okay. Sind wir alle da? Wo hast du das eingetan? Da. Aha, okay. So, ich poste jetzt ein Bild. Haben wir jetzt gerade vorhin gemacht mit den Kindern. Und die Luisa schaut mal, spielt so schön mit den Autos von Patrick. Das ist nämlich Patricks alte Autokiste. Kannst du dich noch an diese Autos erinnern, Patrick? Schau mal, dieses kleine grüne. Voll süß. Patrick, Autos sind ganz cool. Lara, Luisa. Luisa, es gibt so viele. Lass die Lara mitspielen. Hallo. Spiel mit ihr zusammen. Ein russisches Auto, eklig. Wie? Ein russisches? Ein rostiges. Ein rostiges?
Nee. Komm mit. Okay, cool auf. Komm mit. So, Mutti ist wieder im Haus. Mir war jetzt so kalt, ich sag's euch. Also die Kinder, die spüren das nicht, weil die spielen Badminton, also Michelle und Patrick, und die Lara und die Luisa haben sich jetzt gejagt und mit den Hunden gespielt, und mir war jetzt einfach super eiskalt. Deswegen bin ich jetzt im Haus, habe aber gedacht, dass ich mich ein bisschen nützlich mache und den Tisch abräume und den Geschirrspüler einräume. Wie ihr seht, ist das eigentlich bei uns, ich glaube, der rennt locker 3-4 Mal am Tag jetzt in dieser Zeit, wo alle zu Hause sind, ständig. Ja, deswegen werde ich jetzt den Geschirrspüler mal einschalten und den Tisch abräumen. Sehen kann, Geschirrspüler läuft schon, hier ist alles weg. Habe auch noch hier ordentlich durchgeputzt, Tisch auch natürlich geputzt, natürlich auch gleich die Fensterbank mitgeputzt und leer gemacht. Und ja, ich glaube, ich werde mich jetzt hier vom Blog verabschieden, meine Lieben. Es wird schon langsam dunkel. Die ganzen Kinder sind noch draußen. Ich glaube, zumindest 2 von 4 sehr großen sind schon im Haus. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!